Herzlich willkommen, Frau Hammerich. Sie sind ja in einer grossen, bekannten Macho-Organisation. Haben Sie eine Aufgabe, wo man denkt, ein paar Jahre her und eine Frau hätte die noch nicht gehabt. Wie ist das? Muss man dann in so einer Macho-Organisation, muss man auch ein bisschen Macho sein oder muss man gegenlaufen? Also ich bin jetzt seit über 10 Jahren bei dieser Organisation. Ich habe nicht das Gefühl, ich sei ein Macho und ich fühle mich wohl. Das Arbeiten ist dort wie an allen anderen Orten auch. Aha. Und Sie sind Kommunikationschefin Heer. Das heisst, das ist ein spezieller Bereich. Mhm. Eine Waffengattung, sagen Sie so? Oder ist das, nein, sind das verschiedene Waffengattungen? Ich kenne mich aber nur beim Zivilschutz aus. Oder? Hat der Film schon gesehen? Ja, eben, genau. Ich bin ja ein Höchstier dort. Ja. Also, wir können auf gleicher Ebene kommunizieren. So, bin ich froh. Aber was ist das genau? Sie haben ja mit der Politik nichts zu tun, oder? Nein. Ich habe die Aufgabe, Fakten, Tatsachen aus dem Bereich von diesen Bodentruppen an die Öffentlichkeit weiterzugeben, vorwiegend an Journalisten. Oh, da muss man aber dann auch ein bisschen beschönigen, wahrscheinlich, oder? Nein. Sie sagen, wie es ist. Ich sage, wie es ist. Also, was ist schwieriger, Journalisten oder Offizier? Also, Offizier. Journalisten. Ist ja. Sie sind ja gelehrte Primarlehrerin, oder? Sie waren Primarlehrerin. Also, ich meine, mit verhaltensauffälligen Schülern, jetzt mit verhaltensauffälligen Offizieren zu tun. wie kommt man, wenn man jetzt von der Schule weggeht, dazu, jetzt gerade in so einen Verein zu gehen? Das war ein ganz langer Weg. Eigentlich Zufall. Ich habe per Zufall den Beruf vom Journalist oder von der Journalistin gelehrt. Das lernt man nur per Zufall. Und bin irgendwann auf die Idee gekommen, mich mal neu anders zu bewerben, Seiten zu wechseln. Und das war die erste Bewerbung, die ich geschrieben habe. Und frage mich nicht, warum, aber die haben mich angestellt. Ah ja. Und offenbar sind Sie zufrieden mit Ihnen, wenn Sie das schon 10 Jahre machen? Offensichtlich. Ja. Wie ist das in Ihrem Alltag? Müssen Sie eigentlich Uniform haben? Ich habe eine Uniform daheim und leiste Dienst, ja. Aha. Das haben Sie aber noch nicht gesagt. Haben Sie sie gerne an, die Uniform? Ja. Ja, ist gäbig, man muss nicht überlegen, was man anlegen muss. Ah ja, natürlich, klar. Wie sieht die Uniform aus? Ist das mit so vielen Orden und so? Nicht? Die Schweizer Armee kennt keine Orden. Nein. Das ist ganz eine ganz normale Schweizer Armee-Uniform. Typ? Ich habe einen. Aber den habe ich versteckt, den lege ich nicht an. Ah ja. Wer leitet ja einen anderen Offizier? Nein. Ja, hätte ja Sinn. Könnte sein. Nein, das ist bei mir im Schaft. Ah, eben. Also anstatt am Gewehr ist der Schipp im Schaft. Ja, genau. Der hat einen relativ hohen Grad, oder? Das ist, glaube ich, Major. Ich bin Fachoffizier. Das ist etwas anderes. Ah, das muss man unterscheiden. Aber immerhin Major. Also der Fachoffizier hat immer den Dienstgrad, der seine momentane Funktion erfordert. Mhm. Also wenn Sie im Ausgang sind, in der Uniform, müssen die Rekruten grüssen, oder? Das... Ja. Aber ich grüße zurück. Ah ja? Ja. Sie sind ein freundlicher Vorgesetzter. Ich bin sehr freundlicher Vorgesetzter, glaube ich. Sie haben einen Namen, den man jetzt nicht gerade auf Ihres Berndeutsch würde. Kirsten Hammerich. Tönt so ein bisschen eher nördlich von der Schweiz. Mm. Wie ist das passiert? Könnte so sein. Ja. Könnte so sein. Ich bin ein klassischer Segundo. Aha. Meine Eltern sind in den 50er Jahren unabhängig voneinander in die Schweiz gekommen. Haben sich hier kennengelernt. Und das ist das Resultat. Und dann in Bernbiet geblieben. Ja. Also Fachoffizier mit Migrationshintergrund. Genau. Wie ist das, Kirsten, in der Schule als Kind? Wie ist das? Das war toll gewesen. Echt? Ja, ich musste also mindestens jede Viertelstunde erklären, dass ich nicht Christine, nicht Christin, nicht Kerstin heisse, sondern eben Kirsten. Ah. Oh. Das ist noch nicht so. Und gängig gsi denn. Und wie haben Sie denn gesagt? Kirsti? Oder wie? Nein. Das hat relativ früh angefangen. Durch die Schwierigkeit von diesem Namen hat man dann irgendeinen Spitznamen gesucht. Und hat man leider schon in der 2. Klasse gefunden. Und wie heisst der? Kirschi. Also Kriesi, ja. Ja. Das ist ja. Super, ja. Also, wie ist das denn? Sie waren, glaube ich, ein rebellisches Mädchen, habe ich ja gelesen. Das haben Sie sich ja nicht gefallen lassen, oder? Nein. Nein, der Erste, der mir so gesagt hat, ist
ziemlich drangekommen. Der ist drangekommen? Ja. Ja. In der Pause? Ja. Also was heisst das militärstrategisch? Bin ich stolz drauf. Ja. Hat er überlebt? Er hat überlebt. Er hat überlebt, ist mit ein paar Schrammen davon gekommen. Ich hatte auch noch ein paar Schrammen. Aha. Und ich glaube, wir sind beide am Mittwochnachmittag in Schule geblieben. Ja, aber das sind bereits die ersten Qualifikationen für eine Militärkarriere. Ich glaube, meine Chefin erfahren heute Abend davon. Die haben ja gut, ihre Chefin haben wir ja letztens gesehen, sind ja auch nicht immer ganz anständig mit angestellt. Da können wir vielleicht das schnell sehen. Also ihren obersten Chef, der ist. Also da, wenn er ertappt. Also wagt er das mit Ihnen auch? Nein, er hat es ja sehr humorvoll gemeint. Das, ja. Das sieht man ihm ja an. Das sind Demonstrationen. Sind, ja, klar. Er macht das immer sehr humorvoll. Also, Sie haben ja künstlerische Ambitionen. Sie haben ja Adventskrimi mal geschrieben mit sehr vielen Toten, wo Sie mit Teletext als Journalistin geschafft haben, ein Adventskrimi geschrieben. Mhm. Und dann sind Sie auch noch Schauspielerin. Also, Sie treten auf. Ist das eine Laientruppe? Ja. Oder ist das, und haben dort den Mephisto gespielt. Da haben wir auch ein schönes Bild von Ihnen, wie Sie den Mephisto spielen. Da sind Sie rechts drauf, als Mephisto. Und das Stück hat geheissen «Die alte Dame und der Herr Schmied». Und es ist der Teufel hinten vorgekommen und der Teufel hätte Sammy Schmied geheissen in diesem Stück. Das war doch Ihrem Vorgesetzten hier, oder? Ich weiss nicht mehr, aus welchem Jahr das stammt. Ich glaube 2005. Ja, das kann sein. Das war natürlich nicht meine Idee. Das war die Idee vom Präsidenten des Theatervereins. Ah, eben. Mhm. Und Sie haben sich distanziert natürlich nachher von dem. Aber ganz offiziell, das ist klar. Ja. Das ist klar. Jetzt, wie sieht Ihr Alltag aus als Kommunikationschefin? Sind Sie bei den Besprechungen dabei jetzt von der Armeeführung? Oder? Nein, bei der Armeeführung bin ich nicht dabei. Aber mein Alltag ist relativ schwer planbar. Ich weiss eigentlich nicht, was mich morgen erwartet, wenn ich ins Büro komme. Ich nehme mir immer etwa 4 Sachen vor, die ich an diesem Tag machen will. Meistens habe ich höchstens eine von diesen 4 Sachen erledigt, weil dann Anfragen reinkommen, weil jemand etwas wissen muss, weil ein Journalist oder eine Journalistin eine Reportage machen am ersten RS-Tag oder eine Fotografin gerne ein Fotoprojekt starten und ich tue das abklären, aufgleisen, koordinieren, begleiten und so weiter. Was sind da die schlimmsten Vorurteile, die man da gegenüber der Armee oder gegenüber dem Heer hat? Es gibt doch immer wieder solche Sachen, oder dass er Panzer nicht findet oder so, zum Beispiel. Was ja wahrscheinlich gar nicht stimmt. Also Vorurteile sind eigentlich immer die gleichen, dass wir so ein bisschen zugeknöpft sind. Ah. Fallen Sie aber aus den Reihen raus, oder? Ja, wahrscheinlich. Halt kenne ich nicht. Ja. Dass wir nicht so gerne viel von uns preisgeben oder von dieser Armee oder von diesem Heer preisgeben. Das sind so die gängigsten Vorurteile. Ja. Aber das tun Sie ja so ein bisschen dagegen laufen, oder? Gegen das? Da geben wir Mühe, ja. Und gibt es auch ruhigere Zeiten bei euch? Jetzt zum Beispiel, wo etwas weniger läuft. Ja, gibt es auch. Gibt's oder auch. Wenn kein Krieg ist wie in den letzten 90 Jahren, oder? Die gibt es. Und da komme ich meistens dazu, mehr als eine von diesen 4 Sachen zu erledigen am Tag, die ich mir vorgenommen habe. Ja. Sind Sie froh beim Heer, dass Sie nicht über die Luftwaffe kommunizieren müssen? Oder gehört das dazu? Nicht, hä? Heer ist Bodentruppe, das hat nichts mit denen zu tun. Ja. Meine Kollegen von der Luftwaffe sind Spezialisten in ihrem Gebiet und wir sind Spezialisten auf unserem Gebiet. Gibt es Aufstiegschancen jetzt noch? Ich meine, Sie sind ja schon weit oben. Was wäre denn eigentlich das Nächste? In der Politik sind Sie ja schon. Sie sind ja in Ihrer Gemeinde, wo Sie wohnen, da muss ich den Namen auf, Diemerswil heisst genau. Das ist eine Gemeinde mit 200 Einwohnern, 3 Vereinen und einem Restaurant. Genau. Habe ich mir sagen lassen. Die 3 Vereine, das sind Hornusser, Jodlerinnen, Reiterinnen. Ja. Sind Sie bei einem von diesen Vereinen dabei oder müssen Sie das? Nein, bei keinem von diesen Vereinen vorbei. Mhm. Wäre es doch noch schön, eine deutsche Sekunde, die jodelt. Ja, müsste ich mir mal überlegen. Sie sind Gemeinderat, das ist Exekutive, oder? Ja. Ist das eine Partei oder sind Sie da parteilos? Oder? Wir sind parteilos. Ihr seid parteilos? Mhm.
Das ist ja gescheiter, oder? Wir machen Sachpolitik. Ja. Ah ja, eben genau. Das ist der grosse Unterschied zu den Parteien. Ja. Was haben Sie für ein Departement dort? Ich habe mehrere. Ich habe... Den Zivilschutz? Nein, der ist nicht bei mir. Ah, oh, habe ich Schwein gehabt. Ja, nein, der ist nicht bei mir. Ich habe das Bauwesen bei mir, das Planungswesen bei mir und die Wasserversorgung. Die Wasserversorgung? Ja. Das spielt im Militär nicht so viele Rollen. Oder dort wird ja immer anders gesoffen als Wasser. Das haben wir jetzt ja vorher ein bisschen erfahren. Aber das ist ein Nebenjob, dann sind Sie recht ausgebucht, oder? Ja, ziemlich. Ziemlich. Da muss man als Gemeinderätin, Exekutive, müssen Sie fast jeden Abend an einen Anlass? Nein, das nicht. Wir haben so alle zwei, drei Wochen Sitzung, ab und zu mal einen Informationsanlass, ab und zu mal muss man sich irgendwo zeigen, aber das, ist, ja. das bleibt im Rahmen. Ja. Bleibt im Rahmen und es ist spannend. Ja. Dann geht ihr einfach ein schauen, ob das Wasser überall läuft oder Hähne. Was ist, also, meine Bauwesen, das tönt so gross, aber in 200 Personen gemeint, was macht man dort? Also Strassen, Schulhäuser, Zivilschutzbunker? Es hat aber auch ein Schulhaus, habe ich gesagt. Ja, wir haben eine Schule. Wir haben eine eigene Schule. Wir haben 2012 oder 2013 haben wir 13 Baugesuche gehabt. Das ist relativ viel für so eine kleine Gemeinde. Das geht vom Ausbau von einer Nestrig über bis zum Ausbau von einem ganzen alten Bauernhaus. Das sind alles Sachen, die natürlich auch bei uns durchlaufen. Kaserne haben Sie keine dort? Nein, haben wir keine. Aber da könnten Sie einen Interessenkonflikt wahrscheinlich, oder? Zivilschutzkeller haben wir. Zivilschutzkeller? Ja. Toll, das finde ich super. Ja. Tolle gemeint. Also ich finde jetzt, Frau Hammerich, der Armee würde es gut anstehen, mehrere Leute wie Sie an die Front zu schicken. Ich glaube, da würden Sie am Schluss die Armee sogar noch so anlieben, habe ich das Gefühl. Also, jedenfalls, schönen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Das ist Kommunikationschefin Herr, Frau Kirsten Hammerich. Danke vielmals.